Danach wird er sich tatsächlich auch nochmal wieder mit live zuschalten. Von daher würde ich sagen, viel Spaß jetzt beim Vortrag. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Vortrag Das Grenophon, ein Videotelefon für Senioren bei den TUX-Tagen 2023. Das hier ist eine Aufzeichnung. Ich komme aber im Schluss des Vortrags noch per Livestream dazu, um eventuelle Fragen von euch beantworten zu können. Solltet ihr im Hintergrund übrigens immer wieder mal Geräusche hören, die irgendwie so nach entferntem Donnergrollen klingen. Nein, hier ist gerade kein Unwetter, sondern das taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg an der Donau macht gerade Nachtflugübungen und Ulm liegt mitten in deren Übungsgebiet TAE Allgäu. Der Vortrag heute, der wird inhaltlich etwas anders als letztes Jahr. Wir werden uns heute nicht nur den aktuellen Entwicklungsstand anschauen, sondern erstmal schauen, was die kommerzielle Konkurrenz so macht, woran sie gescheitert ist, beziehungsweise woran sie noch scheitern wird. Wer etwas mehr Historie und Hintergründe zum Grenophon sehen möchte, dem empfehle ich im Nachgang die Aufzeichnungen meiner früheren Vorträge anzuschauen. Die findet ihr unter diesem Link hier auf der Eventseite im Grenophon-Wiki. Die Folien findet ihr nachher auch im Wiki verlinkt, also die Folien für den heutigen Vortrag. Den Link und QR-Code, den ihr gerade seht, die kommen beide auch nochmal auf der Schlussfolie. Ihr braucht also jetzt nicht hektisch euer Handy zu zücken. Ja, wer hat's erfunden? Nein, nicht die Schweizer, sondern meine Wenigkeit, Stefan Bauer. Eigentlich bin ich Geschäftsführer und Gesellschafter der Bauer ITCS UG haftungsbeschränkt. Außerdem habe ich noch ein Open Source Projekt namens X2Go an der Backe, in welchem ich gleich mehrere Funktionen ausübe. Dann bin ich auch noch der erste Vorsitzende der Open Remote Computing Association, einem eingetragenen gemeinnützigen Verein, zu dem auch X2Go gehört. Und nebenbei schreibe ich auch noch Artikel für Heise Online, CT, das deutsche Make-Magazin und seit neuestem auch noch für die Südwestpresse. Ja, und jetzt fange ich auch noch an, ein Videotelefon zu bauen. Man könnte echt meinen, mir ist langweilig. Einen rechtlichen Hinweis muss ich noch anbringen, bevor wir loslegen. Ihr seht schon in der Kopfzeile, das Grenophon ist ein eingetragenes Gebrauchsmuster und steht parallel dazu unter einer CC BY NC SA Lizenz. Das heißt, nicht kommerzieller Nachbau ist erlaubt und sogar explizit erwünscht. Aber wer es zu Geld machen versucht, ohne meine Erlaubnis zu haben, der bekommt rechtlichen Ärger. Also fangen wir an. Videotelefonie für Senioren, da gibt es doch bestimmt schon was von Ratiofarm. Naja, nicht von Ratiofarm, aber es gibt FaceTime, WhatsApp, Signal, Telegram und wie sie alle heißen. Alle nur ein Schönheitsfehler. Man braucht ein Smartphone bzw. ein Tablet und oder einen Computer. So. Und jetzt mal ernsthaft. Wem von euch reicht das, um die ältere Verwandtschaft mit Videotelefonie zu versorgen? Ich glaube, ihr wärt heute nicht hier und würdet mir zuschauen, wenn euch das reichen würde. Die erste Frage, die man sich dann so stellt, ist, warum nimmt man eigentlich nicht ein Fertiggerät? Nun, richtige Fertiggeräte hier, richtige Videotelefone, die kosten selbst gebraucht meist noch mehr als 250 Euro. Und viele setzen noch irgendeine proprietäre Verwaltungsinfrastruktur voraus. Und dazu haben sie viele Tasten und sehen fürchterlich kompliziert aus. Also diese Gerätekategorie, wie man sie jetzt abgebildet sieht, die könnte man mit Fug und Recht den Seniorenschreck nennen. Als ich im November 2020 angefangen habe, das Grenophon zu entwickeln, habe ich mich natürlich umgeschaut. Was gibt es denn schon auf dem Markt? Ja, und damals gab es nur ein System, was ansatzweise die gesuchten Features hatte. Die Entwickler damals haben allerdings auf ein Android-Smartphone und auf WhatsApp gesetzt und wollten die Bedienung mittels RFID-Karten vereinfachen. Den Ansatz sah ich, vor allem bei dem Preismodell, als von vornherein zum Scheitern verurteilt an. Das Ding war nämlich viel zu billig für den zu treibenden Aufwand. Und irgendwann so Oktober 21, Januar 22 kam es dann auch so. Zu wenig Nachfrage, Supportaufwand nicht leistbar, Produkt eingestellt, Elektroschrott nach nicht mal 2 Jahren am Markt. Ein ähnliches Konzept mit RFID-Karten gibt es seit November 2022, also 2 Jahre später, auch von einem anderen Anbieter. Der hat das Problem, die WhatsApp-Update-Funktionalität
Pop-ups nicht unter Kontrolle zu bekommen, gelöst, indem man eine selbstentwickelte Videotelefonie-App anbietet. Die Hardware ist aber auch hier ein herkömmliches Tablet mit Android bzw. iOS. Jedoch halte ich auch bei diesem Anbieter das Preismodell für nicht dauerhaft tragbar. Der hat nämlich im Gegensatz zu den anderen Unternehmen massiv Geld von Investoren bekommen. Wir reden hier von einem siebenstelligen Eurobetrag. Und vermutlich setzt er einfach darauf, mit diesen Geldern den Verkauf oder die Miete erstmal zu subventionieren und per Dumpingpreis in den Markt zu kommen. Oder er hat halt massiv überschätzt, wie hoch der Bedarf ist. In der Folge wird er dann später die Preise deutlich erhöhen müssen. Oder es knallt halt auch irgendwann bei ihm und der Laden bricht zusammen. Naja gut, vielleicht findet er auch noch ein weiteres Mal Investoren und das Spiel geht nochmal ein paar Jahre länger. Für mich sieht es aber nach einer klassischen Lass uns mal Investorengelder verbrennen Nummer aus. Um mal eine grobe Hausnummer zu nennen, beide Anbieter haben bzw. hatten Preismodelle, die mit normalen Handyverträgen vergleichbar sind. Handys sind ein Massengeschäft. Da muss ich nichts oder zumindest nicht viel anpassen. Entsprechend kann ich da mit günstigen Preisen trotzdem auf eine vernünftige Marge für mich kommen. Wir haben hier aber eine relativ kleine Zielgruppe und einen hohen Anpassungsaufwand. Und entsprechend ist es auf kommerzieller Ebene nicht zu günstigem Preis und gleichzeitig wirtschaftlich machbar. Das hat, denke ich, auch der dritte Anbieter erkannt, der mit seinem Produkt noch gar nicht offiziell am Markt ist. Der nennt daher auch noch gar keine Preise. Meiner Meinung nach macht das einerseits technisch besser als die vorgenannten, weil er eben nicht versucht, Smartphones und Tablet-Hardware, die man alle paar Jahre ersetzen muss, weil sie keine Updates mehr kriegen, auf Biegen und Brechen zu einem Videotelefon zu machen. Andererseits ist es aber eben wieder eine komplett proprietäre Lösung mit eigener App, die dazu jetzt schon Ansätze von Featurities zeigt, die in dem versucht wird, Funktionen einzubauen, die nichts mit Videotelefonie zu tun haben, wie Terminerinnerungen, Notruffunktionen, Videoüberwachung etc. Und das ist meiner Meinung nach zu nah am von unserer Zielgruppe als zu kompliziert wahrgenommenen Smartphone. Was nicht heißen soll, dass man das nicht zum Teil auch bei dem Grenophone nachrüsten könnte. Aber man muss die Nutzer schrittweise an sowas ranführen und nicht von Anfang an mit Funktionen erschlagen. Und das Thema Videoüberwachung von Wohnräumen ist eh ganz heikel. Selbst wenn der Bewohner noch geistig in der Lage ist, sein Einverständnis dazu zu geben, muss dann ein entsprechendes Warnschild an die Haustür, dass ein Besucher weiß, hier läuft eine Videoüberwachung im Hintergrund die ganze Zeit mit, etc. pp. Dieses Fass will man eigentlich gar nicht aufmachen. Und deswegen ist übrigens auch beim Grenophone die Kamera immer automatisch abgedeckt, sobald der Hörer aufgelegt ist. Hier hinten gerade sieht, der Demonstrator ist gar nicht verkabelt, aber man sieht hier hinten das Kästchen, da sitzt die Kamera. Sobald ich den Hörer auflege, ist die Kamera wieder abgedeckt. Zusammenfassend kann man also sagen, Videotelefonie für mit Smartphone, Tablet und PC überforderte Senioren ist und bleibt eine Nische. Nischenprodukte sind nie billig, können nie billig sein. Es gibt keinen Skaleneffekt wie bei Massenware. Somit gibt es auch kein tragfähiges Geschäftsmodell für einen kommerziellen Vertrieb. Weil entweder ist man zu teuer für den Großteil der anvisierten und eh schon kleinen Nutzergruppe, oder die Marge, die man rauskriegen würde, ist viel zu gering, um ausreichend Gewinn zu machen und den Support und die Weiterentwicklung finanzieren zu können. Deswegen setze ich beim Grenophone von Beginn an auf den anfängerfreundlichen Selbstbau aus günstigen, nachhaltigen und möglichst generischen Komponenten. Auf offene und verbreitete Standards, auf offene Protokolle und eben auf die Community statt Kommerz. Anfängerfreundlichkeit heißt, der Selbstbau muss auch für totale Anfänger am Küchentisch mit der Laubsäge möglich sein. Kein Löten, keine Werkstatt, kein Hobbyraum, kein Bastelkeller, kein teures Spezialwerkzeug notwendig, grob 100 Euro Werkzeugkosten, wenn man noch gar nichts davon daheim hat, nicht mal den passenden Schraubendreher. Günstige und nachhaltige Komponenten, da redet man also von einem Gehäuse aus Sperrholz, die Platten bekommt man in jedem Baumarkt. Wir reden von einem Singleboard-Computer wie dem Raspberry Pi mit Linux, das hält eben alles zusammen deutlich länger als ein Tablet mit Android.
Und ihr seht jetzt hier im Bild, dass die Kanten der Sparholzplatten hier glatt und etwas gebräunt sind. Ja, fürs Prototyping benutze ich seit Anfang des Jahres einen Lasercutter, weil es damit einfach schneller geht, neue Versionen zu testen. Die Pläne sind aber nach wie vor darauf ausgelegt, dass man alles von Hand mit der Laubsäge aussägen kann. Und das bleibt auch so. Es soll niedrigschwellig bleiben. Verwendung generischer Komponenten. Darunter versteht man jetzt zum Beispiel diese verschiedenen alternativen Designs, die wir hier haben, wenn irgendwelche Bauteile nicht verfügbar sein sollten. In den Bildern jetzt sieht man beispielhaft zwei Lautsprecher von der Marke Visaton und wie man darüber eine Befestigung konstruiert. Nach dem Prinzip Versuch und Fehler. Also linkes Bild sieht man jetzt noch, dass von innen verschraubt die Schrauben knapp zu lang waren. Dann hat man sich an der Rückwand gepiekt, weil die Schraubenspitze rausgeguckt hat. Der nächste Entwurf war dann, das Ganze umzudrehen, so kleine Halterungen auf die Außenseite zu machen und von außen zu verschrauben. Hat auch nicht so wirklich funktioniert. Es wird alles ein bisschen fitzelig, aber am Schluss hat man dann doch eine Halterung, die auch von außen verschraubbar ist und gut hält. Hat halt mehrere Anläufe gebraucht. Hier sieht man jetzt ein anderes Lautsprechermodell von der Firma Waveshare. Und im linken Bild, da sieht man auch sehr schön, dass der Unterschied zwischen Theorie und Praxis in der Theorie immer viel kleiner ausfällt. Die Angabe, dass die Anschlüsse seitlich aus den Boxen rausgeführt werden, hat im Plan gefehlt. Meistens geht es nach hinten raus, bei denen geht es seitlich raus. Und entsprechend musste ich halt auch da nochmal umkonstruieren, wie ich sie dann live vor mir gesehen habe. Hat auch wieder mehrere Anläufe gebraucht, bis das dann halbwegs funktioniert hat. Und dieses Lautsprechermodell, das bekommt man nur dann sinnvoll verbaut, indem man Aussparungen in den Seitenwänden vorsieht und dann darauf wieder Aufsätze schraubt. Das habe ich auch gerade hinter mir noch, das Modell. Ich muss jetzt bloß schauen, dass ich das so in die Kamera kriege, dass man damit alles auseinanderfällt dabei. Also hier sieht man es auch schon. Diese Lautsprecher stehen hier am Rand etwas über. Und das soll jetzt tatsächlich auch so sein. Das sind so eine kleine Haltenase, dass er nicht nach vorne rausrutscht und zur Seite auch nicht. Und diesen Überstand an der Seite, den muss man dann halt über diesen kleinen Aufsatz auf der Seitenwand abfangen. Ich kann es mal hier zeigen. Also hier ist die Aussparung. Und hier ist dann der Aufsatz, dass das Plastik dann nicht einfach so zur Seite raussteht. So, räumen wir das auch gleich mal wieder auf. Links im Bild und gerade auch bei dem Demonstrator, den ich vorgezeigt habe, da hat man jetzt den ersten Hörer gesehen, mit dem wir angefangen haben. Ich kann euch auch gerade nochmal ins Bild teilen, weil ich ihn heute nicht angeschlossen habe. Der hat also eine eingebaute USB-Soundkarte, ist relativ günstig, eigentlich für Skype-Telefonie gedacht. Sieht man auch gerade am anderen Ende einfach bloß einen USB-Stecker. Problem bei dem Ding ist, der hat einige schlechte Bewertungen auf Amazon und Co. kassiert, dass er nach einem halben Jahr intensiver Nutzung kaputt ginge. Deswegen haben wir uns diesen anderen Hörer noch ausgesucht, der am anderen Demonstrator dran ist. Der ist also etwas massiver gebaut, hat so eine etwas 50er, 60er Jahre Optik und sogar eine Telefonspule drin. Das heißt, ich kann mit dem an ältere Hörgeräte ankoppeln. Ich habe dann eine rein induktive Kopplung, also keine Nebengeräusche mehr, sondern ich kriege in das Hörgerät, in die Verstärkerschaltung davon, direkt das Mikrofon vom Telefon auf der anderen Seite eingeklinkt. Der braucht aber wiederum eine separate USB-Soundkarte mit einem speziellen Anschluss, dieser sogenannte TRRS-Stecker, also Tip Ring Ring Sleeve, was man eben auch an Handys findet, wenn sie noch eine klassische Buchse haben, um Headset einzustecken und nicht bloß per Bluetooth koppeln. Und weil das halt auch wieder ein Umweg ist und ein Konstrukt, was man vielleicht nicht so einfach im Laden kriegt und nachbauen kann, gibt es auch noch den Ansatz, einen Hörer auch komplett im Selbstbau zu fertigen.
Das seht ihr jetzt hier im Bild. Das zweite Bild von rechts zeigt das Innenleben mit der sogenannten dynamischen Hörkapsel. Und die sollte eigentlich auch in der Lage sein, an ein Hörgerät anzukuppeln. Muss ich aber noch testen. Da brauche ich irgendjemanden mit so einem passenden Hörgerät, der mir dann sagen kann, koppelt oder koppelt nicht. Wenn man das Feature nicht braucht, dann kann man noch einen kleineren und günstigeren Lautsprecher verbauen. Das sieht man jetzt ganz rechts und in der Detailaufnahme oben rechts. Für den gibt es dann so eine Art Adapterring, beziehungsweise man sägt halt das große Teil gar nicht aus und bloß das kleine Loch für den kleinen Lautsprecher. Ja, warum treibt man diesen Aufwand? Man braucht halt viele alternative Designs, wenn irgendwelche Bauteile nicht verfügbar sein sollten. Wir haben jetzt zwei verschiedene Hörerlieferanten, einer davon sogar mit dieser optionalen Unterstützung für Hörgeräte via Telefonspule. Wir haben zwei in Arbeit befindliche Selbstbauvarianten für den Hörer. Wir haben jetzt vier verschiedene Lautsprechermodelle von vier verschiedenen Lieferanten. Ein fünftes ist in Arbeit, das wird dann auch von Visaton sein, also da haben wir keinen neuen Lieferanten oder keinen neuen Hersteller dafür, aber zumindest ein weiteres Modell, auf das wir ausweichen können. Wir haben zwei verschiedene Verstärker von unterschiedlichen Herstellern fürs Klingel und fürs Klingelgeräusch abspielen und für den Freisprechmodus. Ein dritter Verstärkertyp ist in Arbeit, der macht noch ein bisschen Probleme mit Störgeräuschen. Fürs reine Klingeln brauche ich aber diesen Verstärker nicht mal. Ich kann ein Lautsprecherset, was wir getestet haben, auch zum Abspielen von einem Klingelton bringen, der dann halt nicht ganz so laut ist, aber durchaus noch hörbar ist. Bloß Freisprechen wird einfach zu leise damit. Ja, eine der offenen Baustellen beim Gehäusedesign, das ist noch die Kabeldurchführung durch die Rückwand und die notwendige Zugentlastung. Weil, wenn man am Kabel hängen bleibt, möchte man eigentlich nicht, dass innen ein Stecker aus der Buchse rausgerissen wird. Und herkömmliche Zugentlastungen, wie ihr es jetzt oben rechts im Bild seht, die sind halt nur auf maximale Wandstärken von 3 mm ausgelegt. Das scheint so im Metallgehäusebau und Plastikgehäusebau das Übliche zu sein. Unser Sparholz hat aber leider 4 mm, damit kann ich die alle nicht verbauen. Und die nächstgrößeren Durchführungen und Zugentlastungen, die sind gleich mehrere Zentimeter stark, das sieht man jetzt unten rechts im Bild. Das kriege ich halt auch nicht so einfach verbaut. Das heißt, da muss ich dann auch irgendwas drum rumkasteln und ich bin eigentlich schon am Ende mit dem verfügbaren Material, was ich so noch irgendwo wegschneiden, rausschnitzen kann und für sowas recyceln kann. Ja, das ist das Dilemma. Ich hatte daher die Idee, mehrere Holzdübel als Zugentlastung zu verwenden, durch die das Kabel dann so S-förmig durchgeführt wird. Das sieht man jetzt rechts unten im Bild. Deren raue Oberfläche scheuert mir aber die Kabel mit der Zeit durch, wenn es dumm geht. Was halt auch blöd ist, weil dann habe ich einen Kurzschluss da drin und es ist ein Holzgehäuse und dann brennt das womöglich noch. Muss alles nicht sein. Deswegen war die nächste Idee zu sagen, ja, wir bleiben bei den Holzdübeln, aber wir machen einen PVC-Schlauch, so Aquarienschlauch, wie man es halt auch im Baumarkt zum Beispiel kriegt, wo ich ja eh für die Dübel hin muss, drumherum und macht dann diese S-förmige Kabelführung, weil dann scheuert nicht Plastik an scharfkantigen Holzteilen, sondern scheuert Plastik an Plastik rund noch dazu. Und das sollte doch etwas langlebiger sein. Löst aber halt nur das Problem Zugentlastung, nicht Gehäusedurchführung. Eine Lösung für die eigentliche Durchführung durch die Rückwand wäre zum Beispiel noch zwei PVC-Schläuche mit unterschiedlichem Durchmesser der Länge nach zu schlitzen und übereinander zu schieben. Mit einem um 180 Grad verdrehten Schlitz dann jeweils. Und den Schlauch dann genauso lang zu machen, wie die Strecke von Steckerende bis zur Gehäusewand ist. Vielleicht auch die Schläuche dann miteinander verkleben, sobald das Kabel drin ist. Ihr seht es hier im Bild schon mal. Ich habe es hier auch nochmal in die Kamera halten. Also das sind wieder zwei solche Aquarienschläuche nur mit unterschiedlichem Durchmesser. Und die stecken jetzt hier ineinander und sind halt drei nach erst der eine um das Kabel und dann der andere um den einen rumgestülpt. Und das jetzt vielleicht noch verklebt miteinander, dann hat man hier eine relativ stabile Verbindung. Wenn jetzt hier die Gehäusewand ist, dann kann ich hier jetzt an einem Kabel ziehen und ziehen, dann federt das vielleicht ein bisschen durch den Schlauch, aber der Stecker geht halt innen nicht raus. Das wäre also schon mal die Lösung für das Problem. Aber auch hier wieder das Thema, wie geht es dann hier an der Gehäusewand weiter, dass man nicht das Kabel an der Gehäusewand selber dann aufgescheuert wird. Und da ist halt nach wie vor noch Baustelle, da ist noch Hirnschmalz gefragt, da bin ich noch am Tüfteln. Vielleicht auch mache ich auch nochmal ein ganz anderes Konzept, wie die Kabel befestigt werden. Ich habe mir noch was überlegt mit Kabelbindern innen im Gehäuse vielleicht noch.
Aber alles noch Baustelle, Hirnschmalz gefragt. Ja, da hängt es gerade an der Hardware noch am meisten. Ansonsten denke ich, wären wir mit der Hardware fast soweit fertig, dass wir jetzt mal ein, zwei Modelle hinstellen könnten und sagen könnten, passt, und jetzt kümmern wir uns um die Software. Eine Baustelle ist allerdings auch noch der CPU-Kühler, weil wir haben gemerkt, die Kiste wird zu warm, komplett ohne Kühler. Es gibt fertige Kühlkörper für den Pi 4, aber ich fürchte, so viel Wärme werden die auch nicht wegschaffen können. Die üblichen seht ihr jetzt hier rechts oben im Bild. Es gibt noch einen Hersteller, der einen deutlich massiveren und größeren Kühlkörper für den Pi 4 anbietet. Müsste ich also auch noch testen, ob ich den da irgendwie reingequetscht kriege. Auch da plane ich aber auch schon eine Eigenkonstruktion, und zwar aus Kupfer statt Aluminium. Kupfer ist zwar teurer, leitet Wärme aber besser. Und es lässt sich ebenfalls mit der Laubsäge bearbeiten und nachträglich auch noch biegen. Das kann ich mit Alu alles nicht. Alu ist spröde, das bricht, wenn ich es biegen versuche. Nachteil beim Kupfer ist wiederum, Kupfer leitet Wärme zwar besser als Alu, aber Alu gibt sie wieder besser an die Umgebung ab. Vielleicht muss man also eine Lösung finden, die beides kombiniert. Also Kupferplatte auf die CPU und dann irgendwo an die Seite, wo ich mehr Platz für den Kühler habe und da dann einen großen Kühler, und dann muss die Wärme von der CPU über den Kupferträger an den Alu-Kühlkörper an der Seite oder sowas. Das kann man machen, wenn man ein Wärmeleitklebeband findet, was nicht elektrisch leitend ist. Dann könnte sowas funktionieren, und sowas gibt es zum Glück auch. Ist wieder die Frage, wie gut es verfügbar ist. Teuer ist es nicht mal. Weil man es nicht direkt aufeinander kleben kann, ist jedem klar, der ein bisschen in Physik und Chemie aufgepasst hat. Zwei Metalle, unterschiedliche Wertigkeit. Wenn da irgendwie Feuchtigkeit rankommt, dann fängt das an zu korrodieren. Das will man nicht haben, weil dann bricht einem irgendwas davon einfach so ein Krümelchen ab. Das habe ich tatsächlich mal in der DDR, also in der Ex-DDR, Installation, Elektroinstallation erlebt. Da waren sogenannte Alku-Kabel üblich. Alku-Kabel ist eine Kombination aus Aluminium und Kupfer. Und der Knackpunkt dabei ist, dass man die Enden sauber luftdicht verschließen muss mit so einer Art Paste oder sowas, bevor man sie in die entsprechende Steckdose oder Schalter einsetzt. Haben die damals sich gespart, haben sie nicht hergekriegt, keinen Bock gehabt, keine Ahnung gehabt, weiß der Teufel was, ich komme da nach zig Jahrzehnten ran, soll die Steckdose rausmachen, wenn man das Zimmer neu tapezieren oder neu streichen wollte damals, und mir fällt dieses ganze Kabel in Krümeln entgegen. Also da habe ich schon die Lektion gelernt, dass man Alu und Kupfer definitiv nicht so ohne weiteres kombinieren will. Die Thematik mit der Kühlung ist übrigens auch der Grund, warum ich vom Raspberry Pi 5 Abstand nehme. Den gibt es ja mittlerweile. Aber der ist halt nicht nur teurer. Nein, er bietet auch keine Hardwarebeschleunigung mehr für den von uns verwendeten Videocodec an. Die Raspberry Pi Foundation sagt jetzt nämlich, die CPU vom Pi 5 ist schnell genug, um das alles in Software zu machen. Ja, ist sie auch. Aber der Pi 5 wird eh schon deutlich wärmer als seine Vorgänger. Und wenn jetzt noch Video-Encoding und Decoding dazukommt, dann überhitzt der ratzfatz und fängt dann an zu drosseln, was dann zu stotterndem Video führt, was wir natürlich nicht haben wollen. Die Abhilfe dagegen wäre dann wieder ein noch größerer Kühler und oder eine aktive Kühlung per Lüfter. Deswegen gibt es auch im offiziellen Shop die hier abgebildete Kühlkörper-Lüfter-Kombination zu kaufen. Aber noch größere Kühler geht bei uns aus Platzgründen nicht. Und aktive Kühlung will ich da eigentlich nicht drin haben, weil das ist wieder mechanischer Kram, der kaputt gehen kann. Und das Ding soll ja möglichst störungsarm längere Zeit laufen können. Übrigens noch ein Pro-Tipp für alle, die sich aus anderen Gründen Pi 5 zulegen wollen. Wenn ihr das offizielle Gehäuse im offiziellen Shop kauft, da ist bereits ein anderer Kühlkörper mit Lüfter dabei. Dieser separat erhältliche, der auch aus dem offiziellen Shop stammt und den ihr hier auf dem Foto seht, der passt nicht in das offizielle Gehäuse. Also macht da nicht einen Fehler, kauft da nicht beides. Entweder habt ein anderes Gehäuse, wo der Kühler passt, dann nehmt den und das andere Gehäuse, oder nehmt das offizielle Gehäuse, braucht ihr nicht noch extra Kühler und Lüfter mitbestellen. Ja, dann hatte ich als weiteren wichtigen Punkt ja die Verwendung offener und verbreiteter Standards und offener Protokolle genannt. Was heißt das? Das heißt, man ist nicht auf eine spezielle App oder einen bestimmten Endgerätetyp festgelegt. Linux als Betriebssystem vereinfacht die Pflege und die Updates.
Ein videofähiger SIP-Client, den brauchen wir natürlich auch noch. Das wird vermutlich BearSIP oder Linfone werden. Und dann brauchen wir noch irgendeine VPN-Lösung. Wahrscheinlich OpenVPN oder WireGuard, eventuell sogar Tor. Da müssen wir noch genau gucken, für was wir uns entscheiden. Tor mag an der Stelle ungewöhnlich klingen, aber es gibt tatsächlich Mittel und Wege, die Latenz im Tornetz so weit zu senken, dass es für Videotelefonie reichen könnte. Falls das nicht klappt, wäre Tor zumindest für die Fernwartung hilfreich, weil ich dann keine Port-Forwardings in irgendwelchen Routern konfigurieren muss oder so. Aber ganz grundsätzlich, wer will, kann auch von seinem Android-Handy oder iPhone aus ein Gwenophone anrufen. Er muss sich halt entsprechend einfuchsen, wie er dort das VPN eingerichtet kriegt, um sein Familientelefonnetz zu kommen. Und er muss sich entscheiden, welchen videofähigen SIP-Client er dann nutzen will, um damit dann die Telefonie auf seinem Handy zu starten. Community was? Tja, das ist der Punkt, der wirklich schmerzt. Ich habe seit April 2022 die Mailingliste. Sie hat gerade mal 14 Subscriber. Seit Oktober 2022 ist das Gwenophone auf Twitter. Jetzt haben wir 100 Follower dabei mittlerweile. Auch nicht gerade viel. Und seit Oktober 2023, also letzten Monat, sind wir auf Blue Sky, diesen Twitter-Konkurrenten von ehemaligen Twitter-Gründer. Da habe ich gerade mal 4 Follower. Und Mastodon fehlt mir gerade noch die Zeit, einen separaten Account zu bespielen. Ja, seit Dezember 2022 gibt es auch eine GoFundMe-Seite. Mittlerweile haben wir 1075 Euro von benötigten 5000 Euro beisammen. Das ist also auch nicht gerade viel, was da bisher zusammengekommen ist. Und ich höre immer wieder, dass das Gwenophone eine tolle Sache sei. Aber mitmachen im Sinne von selbst Hand anlegen, das will irgendwie so gut wie keiner. Und auch die Bereitschaft, sich finanziell zu beteiligen, hält sich doch stark in Grenzen. Als Fertigprodukt zum Kaufen, da würden es die Leute haben wollen, aber natürlich nur billig. Und somit kann ich sagen, das Problem ist also mal wieder die Konsumgesellschaft. Dann war ich vor kurzem mit dem Gwenophone auf der größten Maker Faire Deutschlands. Das sollten wir eigentlich erwarten, dass man da auf Maker trifft. Ja, tut man auch. Aber wir haben halt alle schon mit ihrem eigenen Projekt genug zu tun und keine Kapazität mehr frei. Oder sie haben 12.000 unfertige Projekte auf dem Schreibtisch und das Gwenophone wäre halt Projekt 12.001, das auch ewig nicht fertig wird. Und ich weiß, das klingt pessimistisch und ja, das ist es auch. Aber wie heißt so schön, Pessimisten sind Optimisten mit Erfahrung und Pessimisten können nur angenehm überrascht werden. Vielleicht liege ich mit meiner Einschätzung ja auch falsch und einer von euch möchte in irgendeiner Form mithelfen. Vor allem für das Drumherum, also das Wiki, die Social Media Geschichten etc. wäre es halt toll, wenn jemand mitmachen möchte. Aber auch Spenden sind gern gesehen. Den Spendenlink, den ihr hier seht, der kommt auch auf der letzten Folie nochmal, also auch da keine Hektik. Und ein schönes Erlebnis von der Maker Faire war, dass eben Abten, der geistige Vater von Raspberry Pis, an meinem Stand vorbeigeschaut hat und das Projekt gelobt hat. Er hätte in seiner Verwandtschaft selbst Bedarf für so ein Gerät, speziell für den Hörer mit der Koppelspule für die Hörgeräte. Leider hat sich da im Nachgang nichts mehr getan. Ich warte bis heute auf eine Rückmeldung von ihm, ob man das Gwenophone vielleicht mal im Raspberry Pi Blog featuren könnte. Ein anderer Maker Faire Besucher empfahl dagegen, das Projekt online bei Hackaday vorzustellen. Und damit hatte ich jetzt gleich zwei Anlässe, doch mal eine englischsprachige Zusammenfassung zum Projekt zu schreiben. Ja, und kaum hatte ich das gemacht, hat Hackaday tatsächlich ein kleines Feature über das Gwenophone rausgebracht, als die Seite dann fertig war. Spenden kamen darüber zwar bis heute auch nicht zustande, aber es ergab sich in den Kommentaren zu dem Hackaday-Feature eine sehr fruchtbare und interessante Diskussion, vor allem mit dem indirekt Betroffenen. Er hat einen Demenzpatienten in der Familie. Ja, und unser Hörer mit Hörgeräte-Koppelspule da, der ist ja einem älteren amerikanischen Telefonhörer nachempfunden. Und der Anbieter dieses Hörers, der bietet auch ein komplettes Telefon in dem Stil an. Ja, siehe da, auf Thingiverse findet sich ein sehr ähnliches Modell zum 3D-Druck. Und wenn es also wirklich so kommt, wie von diesem Betroffenen beschrieben, dass selbst das Gwenophone zu abstrakt und zu neu für den Demenzpatienten wirkt, dann können wir auch dieses Gehäuse dank des Thingiverse-Modells noch mehr wie ein altes Telefon aussehen lassen. Man musste natürlich einiges an Anpassungsarbeit reinstecken, man muss die Gabel beweglich machen, die in dem Modell einfach nur ein fixes Plastikteil ist. Man braucht eine neue Kamerahalterung und man braucht dann halt auch zwingend einen 3D-Druck oder einen 3D-Druck-Service irgendwo. Abgehen würde prinzipiell auch das.
Ja, dann begann letztes Jahr im August der Test-Test-Contest 2022. Früher hieß das Ding noch Bautinger Wettbewerb der Stadt Ulm. Gipfelte dann in einer Live-Veranstaltung Ende November 2022. Und im Nachhinein muss ich sagen, außer Späßen nichts gewesen und massiv Zeit verbrannt, die ich besser in die Entwicklung gesteckt hätte. Knackpunkt bei diesem Event war nämlich, den Publikumspreis gewinnt nicht die beste Idee, sondern derjenige, der die meisten Connections hat. Also über Sportvereinen, sonstige Gruppenmitgliedschaften etc. die meisten Leute motivieren kann, per SMS für ihn zu stimmen. Das war also sowas wie Deutschland sucht den Superstar nur für verrückte Erfinder. Zum Glück hatte ich wenigstens bereits das Gebrauchsmuster angemeldet, sonst wäre das durch die Teilnahme nämlich auch noch flöten gegangen. Ja gut, man könnte noch sagen, das Werbevideo, was wir gedreht haben, das Pitch-Video, das ist noch ein netter Nebeneffekt davon gewesen, das haben wir bis heute. Aber ansonsten wirklich außer Spesen nichts gewesen. Deswegen habe ich mich auch etwas gescheut, die Softwarekomponente des Gernophones beim Prototype-Fund anzumelden. Softwarekomponente deswegen, weil Prototype-Fund nur Software fordert, keine Hardware. Und auch das sieht wieder nach viel Aufwand bei geringen Gewinnchancen aus. Außerdem bräuchten wir das Funding eigentlich so gut 3, 4 Monate früher, als es durch den Fund ausbezahlt wird. Und man muss auch noch für mindestens einen Präsenztermin nach Berlin fahren, hat also wieder massiv Zeitaufwand, Fahrtkosten, Hotelkosten, Infektionsrisiko etc. Ich habe es jetzt schweren Herzens doch mal durchgezogen, vor allem weil ich einen Programmierer in der Hand habe, der mich da gerne unterstützen möchte, wenn die Kohle halt stimmt. Und deswegen schauen wir jetzt einmal, was dabei rauskommt. Ende November wissen wir dann hoffentlich mehr. Damit sind wir am Ende des Vortrags angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick in die Entwicklung eines Seniorentelefons vermitteln und vor allem auch einen Überblick über die Schwierigkeiten, die man dabei so hat. Ich bedanke mich für das Interesse, stehe dann gleich für Fragen im Live-Chat und Livestream bereit und kann dann auch noch den einen oder anderen Prototyp nochmal genau in die Kamera halten, um Dinge im Detail zu zeigen, wenn ihr dazu Fragen habt. Bis gleich. Ja, auch hier geht es jetzt live weiter, hoffentlich mit weiterhin stabilem Netz. Als erstes werden wir jetzt noch die Dinge zeigen, die vorher durch den mangelnden Videostream verloren gegangen sind. Ich halte jetzt als erstes mal, ich hoffe, man sieht es gleich, diese Rückwand mit den zwei Wayshare-Speakern in die Kamera. Also hier sieht man jetzt, die stehen ein bisschen über. Da ist so eine kleine Haltenase noch. Und dass dieser Überstand dann nicht am eigentlichen Gehäuse auffällt, muss man dann halt hier diese beiden Aufsätze auf die Seite machen und dann da unten wieder verschrauben. Aber dann passt auch diese Rückwand mit den etwas überstehenden Speakern wieder zusammen mit diesem Gehäuse. Das wäre Punkt 1, der vorher im Stream gefehlt hat. Dann kann ich den Hörer nochmal live in die Kamera halten. Das ist also dieser relativ günstige Hörer mit der leider schlechten Amazon-Bewertung, die hinterher kam. Hat eine USB-Soundkarte eingebaut, das heißt, er hat wirklich einen USB-Stecker am anderen Kabelende. Dann gehen wir jetzt mal hier nach hinten. Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist also dieser Hörer im, ja, 50er, 60er Jahre Design mit der eingebauten Telefonspule für die alten Hörgeräte, die sich dann induktiv ankoppeln können. Und zu guter Letzt, was auch im Video gefehlt hat, das war diese Steckerbefestigung. Also das sind zwei Aquarien- oder PVC-Schläuche unterschiedlichen Durchmessers. Beide geschlitzt, dass man sie über das Kabel geschoben kriegt oder geklipst kriegt. Den dünneren natürlich zuerst, dann den anderen mit dem Schlitz um 180 Grad verdreht. Das würde man dann wahrscheinlich noch mit irgendeinem PVC-Kleber fixieren. Und dann habe ich hier den Stecker auf der Raspberry Pi-Platine. Hier ist der Schlauch, der relativ starr ist tatsächlich, also in der horizontalen. Und wenn jetzt hier die Gehäusewand ist, wo jetzt mein anderes Fingerpaar sitzt, dann kann ich an diesem Kabel ziehen und ziehen und ziehen. Und es schlägt halt über diesen Schlauch als Puffer an. Und damit geht der Stecker nicht aus dem Raspberry Pi raus. Das wären so die Ideen dahinter. So, jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, um wieder die Slides auf Vollbild zu nehmen und mich bloß als kleines Würfelchen einzublenden.
Ja, die Ergänzungen hier jetzt für den Grammophon-Vortrag, das sind deutlich weniger als vorher beim X2Go-Vortrag. Da kommen wir also deutlich schneller durch jetzt. Bei den Twitter-Followern, da bin ich tatsächlich wieder auf unter 100 gesackt. Wir sind aktuell wieder bei 94. Die 6, die ich da auch wegblocken musste tatsächlich, das waren alles Spam-Accounts. Spenden kamen seit grob einem Monat auch keine mehr rein, was sehr schade ist. Deswegen wäre es sehr schick, wenn da infolge dieses Vortrags nochmal was reinkommt. Und dann habe ich noch eine traurige Nachricht. Bei mir passieren gerade im Privatleben einige Dinge, die mich massiv Zeit und Nerven kosten. Deswegen muss ich jetzt erstmal schauen, dass das nicht zu viel Auswirkungen auch auf meine berufliche Situation hat. Und somit wird es wahrscheinlich erst grob in einem Monat mit der Grammophon-Entwicklung weitergehen können. Also zumindest in der Praxis. Im Kopf kann ich natürlich schon ein bisschen vor mich hin überlegen, was ich alles anders machen möchte. Wie gesagt, Spenden würden da jetzt schon helfen, weil dann kann ich jetzt schon das Material bestellen, dass es rechtzeitig da ist, wenn ich dann in so 4 Wochen hoffentlich auch wieder zum Basteln komme. Und deswegen gibt es zum Abschluss hier auch nochmal den Link zur Spendenseite links unten. Wie gesagt, es wäre toll, wenn ich da noch ein bisschen was ins Kästchen geworfen kriege, dass ich noch ein paar Prototypen bauen kann. Ich danke euch fürs Zuschauen und stehe ich dann ab jetzt auch wieder im Jitsi-Raum für die Fragen bereit. Dankeschön.